Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Herzkraft-Podcast. Klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in dir. Mein Name ist Stefanie Rübke. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute. Es geht um Intuition. Und wie du weißt, liebe ich meine Intuition. Ich habe ja schon die immer mal wieder auch in Podcast-Folgen, auch im Hochsensibel-Podcast erwähnt und darüber berichtet. Und heute geht es darum, wie du die Informationen deiner Intuition besser erkennst. Und dazu möchte ich dir gerne ein paar Tipps, Inspirationen, Tools mitgeben, weil es jetzt ja vielleicht auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit ganz hilfreich sein kann. Zum einen, wenn du auf der Suche nach Geschenken bist, deine Intuition zu befragen, was jetzt das passende, schöne, beste Geschenk ist für deine Liebsten. Oder auch, wenn du jetzt mehr mit Menschen zusammentriffst, auch auf Familienfeiern und so weiter. Und das ja auch manchmal für uns sehr herausfordernd sein kann oder anstrengend sein kann. Und es dann hilfreich sein kann, deine Intuition zu befragen, wie du jetzt am besten mit herausfordernden Situationen in dieser Familienzeit zum Beispiel umgehst. Und generell kannst du deine Intuition jeden Tag um Hilfe bitten. Ich persönlich tue das schon lange oder höre darauf, versuche da immer besser darauf zu hören, weil es uns das Leben so immens erleichtert und uns in den Flow bringt. Und das habe ich gerade heute erfahren, weil ich mich nämlich zuvor gefragt habe, was ist denn heute das beste Thema für diese Podcast-Folge, wenn ich die aufnehme? Ich hatte mir eigentlich was überlegt zum Thema Kommunikation, was mir auch immer wieder am Herzen liegt. Und es ploppte aber auch noch das Thema Intuition auf. Und dann beim Einkaufen habe ich eine Botschaft bekommen, der ich dir nachher auch noch erzähle, die es dann ganz klar gemacht hat, okay, es ist jetzt wichtiger und hilfreicher und passt vielleicht auch gerade gut in diese Zeit zum Thema Intuition, die nächste Podcast-Folge aufzunehmen. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich dir noch sagen, dass es jetzt die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr ist, weil ich nächste Woche an einen ganz spannenden Ort auf dieser Welt reise, auch eine Info meiner Intuition, und dort keine Podcast-Folge aufnehmen werde. Aber wenn du Lust hast, mit dabei zu sein auf dieser Reise, dann kannst du gerne mir auf Instagram oder Facebook folgen, denn dort werde ich von den Eindrücken berichten und auch davon, wie ich mich dort von meiner Intuition führen und leiten lasse. Dann bekommst du auch ganz praktische Hinweise, wie du selber einen besseren Kontakt zu deiner Intuition bekommst und vielleicht auch auf eine natürliche Art, die täglich mehr in dein Leben mit einbeziehst und nutzt. Denn dafür ist sie da, uns perfekt durchs Leben zu leiten, mit ihrer Genialität uns in jeder Form zu unterstützen. Entsprechend unserer Seele, unserer Herzkraft, unser Leben zu gestalten oder dem Weg unseres Herzens zu folgen. Denn die Intuition ist für mich die Stimme unseres Herzens, die uns am allerbesten kennt und von daher auch die besten Inspirationen, Tipps und Hinweise für uns hat. Und das habe ich heute wieder so schön und deutlich erlebt, nachdem ich mir ja die Frage gestellt hatte, was ist jetzt das beste Thema für die nächste Podcast-Folge? Und ich dann
im Verlaufe des Tages einkaufen gegangen bin, in die Markthalle, meine Sachen erledigt habe und dann aber noch Lust hatte, ein bisschen herumzuschlendern und an anderen Ständen zu gucken und mich dann ein Bäckerstand angezogen hat, mich dort mal genauer umzusehen, ob es irgendetwas Leckeres gibt heute Nachmittag für mich, für den Tee. Und dann habe ich dort mich umgeschaut und plötzlich ein Schild entdeckt. Da stand drauf, ich spüre die Macht, könnte aber auch Hunger sein. Und dann musste ich so anfangen zu lachen und habe der Verkäuferin gesagt, boah, das ist ja ein tolles Schild. Und sie sagte, ja, das passt doch jetzt zu Ihnen. Und ich war ein bisschen verwirrt und dachte, ach so, sie meint jetzt, weil ich Hunger habe. Und ich habe ihr geantwortet, nee, ich kann die Macht schon unterscheiden von meinem Hunger. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich ja selbst auch die Intuition immer als Macht oder als sanfte, starke Macht innerhalb unserer Herzkraft empfinde und damit meine Frage beantwortet war, dass das jetzt im Vordergrund steht für die neue Podcast-Folge, dass das jetzt wichtig ist und sich dabei gleichzeitig auch ein ganz entspanntes, wohliges, friedliches Gefühl in mir ausgebreitet hat. Und genau so funktioniert die Intuition. Wichtig ist, dass wir eine Frage stellen und dass wir die Frage auch positiv formulieren. Meine Fragestellung war, was ist heute das beste Podcast-Thema? Und ich habe mich nicht gefragt, oh, warum fällt mir jetzt wieder nicht ein, welches Thema ich jetzt am besten machen soll? Und wieso muss ich immer so lange überlegen, welches Thema ich jetzt nehme? Sondern meine Frage war offen und sie war positiv gestellt. Frage war, was ist das beste Podcast-Thema heute? Wenn ich mir die Frage gestellt hätte, wieso dauert mein Entscheidungsprozess jetzt so lange, dann hätte ich eine Antwort bekommen auf diese Frage, nämlich warum mein Entscheidungsprozess so lange dauert. Denn unsere Intuition, unser Herz antwortet uns immer auf unsere Fragen. Meine erste Inspiration ist deshalb für dich, stelle dir eine konkrete, offene, positive Frage zu dem Thema, zu der Herausforderung, zu dem Problem, was du gerade hast. Du wirst eine Antwort bekommen. Letztendlich antwortet unsere Intuition immer blitzschnell. Nur wir können das oft nicht blitzschnell wahrnehmen, weil wir es auch so gewohnt sind, im Kopf zu sein und nachzudenken. Wir sind es gewohnt, auf unseren Verstand zurückzugreifen, wenn wir eine Frage haben. Das heißt, wir wandern zuerst mit unserer Aufmerksamkeit häufig in den Kopf. Und hilfreicher ist es, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit nach einer Fragestellung zum Herzen gehen. Oder wo immer du auch deine Intuition wahrnimmst. Wo immer du die Antworten, die Impulse spürst oder hörst oder siehst. Oder wie auch immer wahrnimmst. Das heißt, meine erste Inspiration für dich ist, stelle dir eine offene Frage, die eine positive und hilfreiche Antwort möglich macht. Und dann vertraue darauf, dass die Antwort kommt. Bei mir ist die Antwort in diesem Beispiel gekommen, indem ich den Impuls hatte, noch etwas herumzuschlendern in dieser Markthalle und nicht sofort nach meinen Erledigungen rauszugehen. Und die Antwort kam dann
durch ein Schild mit der Aufschrift »Ich spüre die Macht«, könnte aber auch Hunger sein. Und dieses Gespräch mit der Verkäuferin, die mich daran erinnert hat, dass für mich Intuition ja unsere sanfte, starke Macht ist und damit auch meine Frage beantwortet war. Und ich wusste in dem Moment, dass sie beantwortet war, weil es so ein friedliches, klares Gefühl in mir ausgelöst hat. Das ist auch ein Hinweis, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du der Stimme deines Herzens folgst. Denn die Stimme der Intuition löst immer ein friedliches Gefühl aus. Jedenfalls am Anfang. Es kann auch manchmal sein, dass die Intuition uns einen Impuls gibt, wo der erste Moment ganz klar ist, dass wir uns damit wohlfühlen und danach aber auch Ängste auftreten, weil sie uns aus der Komfortzone herausführen würde. Also das heißt, du kannst auch eine Antwort bekommen, wo du sofort im ersten Moment erstmal ein gutes Gefühl hast, gleich danach auch Unsicherheiten auftreten, Ängste auftreten. Und das auch zum Beispiel ein Punkt ist, warum wir oft verwirrt sind und nicht genau wissen, ist denn das jetzt eigentlich ein Hinweis aus unserem Verstand oder ist das ein Hinweis von unserer Intuition? Und dann auch wieder zögern oder unsicher sind, welcher Stimme wir da jetzt folgen sollen. Dann kannst du dich daran erinnern, was war denn mein erster Impuls, was war die erste Nachricht? Also es ist auch völlig normal, wenn du auf eine Information deiner Intuition im zweiten Schritt reagierst mit Unsicherheiten und Ängsten und ich glaube, ich lasse das mal lieber doch bleiben. Unserem Herzen zu folgen heißt nicht, dass es einfach geht immer und dass es alles in Frieden ist und wir nur Freude damit haben und alles ganz leicht geht. Das kann eben auch ganz oft bedeuten, dass wir einen Schritt machen, der uns lange Angst gemacht hat. Aber unsere Seele, unser Herz möchte sich dahingehend weiterentwickeln, möchte uns helfen, diesen nächsten Schritt zu machen, der uns mehr zu uns selber bringt, der uns mehr mit uns selbst verbindet, mit unserer Herzkraft verbindet, der uns mehr wir selbst sein lassen, so wie wir wirklich sind. Ich habe auch schon einige Male Impulse, Antworten und so weiter von meiner Intuition bekommen, wo ich als erstes dachte, oh nee, jetzt, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein, muss ich das wirklich tun? Aber es war immer richtig und wichtig und hat mich weitergebracht. Ja, und dazu möchte ich dich auch inspirieren. Wenn du eine Information deiner Intuition bekommst, die dich verunsichert oder die dir Angst macht, trotzdem in Erwägung zu ziehen, wie der nächste kleine Schritt sein kann. Und das kann die nächste Frage an deine Intuition sein. Wie kann ich denn den nächsten kleinen Schritt machen, den ich jetzt gut bewältigen kann, den ich auch schaffe? Und auch dort wirst du wieder eine Antwort bekommen. Entweder nimmst du die sofort wahr, weil die Intuition reagiert sofort und gibt dir eine Antwort, oder aber du bekommst später eine Antwort, weil bei mir hat das jetzt ja auch ein bisschen zum Beispiel gedauert. Und die Antworten oder diese Führung von der Intuition, von deinem Herzen, kann auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen. Das kann zum einen sein wie so ein Impuls. Es zieht dich irgendwo hin. Du hast total Lust, irgendwo hinzugehen, hinzufahren. Du hast total Lust, mit jemandem zu sprechen. Du hast einen Sog.
oder ein Ruf, ein Call. Du spürst, dass du irgendwo hin möchtest oder dass du einen bestimmten Film sehen möchtest oder dass du vielleicht auch etwas ganz Bestimmtes essen möchtest, weil dein Körper jetzt genau diese Nährstoffe aus diesem Essen braucht. Diese Führung findet dann statt, durch einen Sog etwas zu tun, durch Freude auf etwas, durch Lust etwas zu tun, durch Spaß daran, jemanden zu sprechen, jemanden zu treffen. Oder vielleicht auch etwas anzusprechen, was dir schon länger auf der Seele liegt, sagt man ja, ja. Und selbst wenn uns dieser Gedanke dann im zweiten Moment unangenehm ist, Angst macht, herausfordernd ist, gibt es aber auch in uns immer ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Gefühl von, ich weiß, dass es eigentlich richtig ist. Ich weiß, dass ich es eigentlich tun sollte. Wie zum Beispiel mal eine Reise allein zu machen oder etwas anzusprechen, einem guten Freund oder Familienmitglied, Partner, was mir schon länger auf der Seele liegt, was mich belastet und was ich gerne ausdrücken möchte und ich mich aber bisher nicht getraut habe. Selbst wenn es unangenehm erscheint, gibt es diese Instanz in dir, die weiß, dass es richtig ist. Die weiß, dass es stimmig ist. Die weiß, dass es genau passend für dich ist. Auch vielleicht, dass es wichtig ist, das zu tun. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Als erstes ist es wichtig, dir die Frage zu stellen. Als zweites darauf zu achten, was hast du für einen Impuls zu tun. Die Informationen oder die Antworten der Intuition kommen oft über Impulse oder dieses Gefühl von, ich möchte da gerne hingehen oder ich habe Lust dazu. Dann gibt es aber auch oft Antworten, wie jetzt bei mir zum Beispiel mit diesem Schild. Oder ich habe auch schon oft Antworten bekommen in Liedern, in Filmen, in Gesprächen mit anderen Menschen, in Büchern, die zum Beispiel eine Frage gestellt habe. Und dann fällt mir plötzlich ein Buch ein, was bei mir im Regal steht. Oder es fällt mir dann die Person ein, die ich jetzt vielleicht auch länger gar nicht gedacht habe, aber die spreche ich dann an mit genau dieser Frage und diese Person hat dann auch eine Antwort für mich. Und ich denke, sowas kennst du, dass diese Informationen der Intuition dann auch von außen kommen können. Oder aber du nimmst die Antworten, die Informationen deiner Intuition in dir selbst wahr. Und du weißt, dass sie dann aus deinem Herzen kommen, von deiner Intuition, wenn sich dann bei dir auch ein Gefühl von einem innerlichen Ja einstellt. Ein Gefühl von Frieden, von Ruhe, von ja, das ist es jetzt. Das ist jetzt die richtige Antwort, das ist jetzt der nächste Schritt. Und diese innere Antworten, die können eben auch auftauchen in Wörtern, die du dann plötzlich im Kopf hast. Die können auch auftauchen in inneren Bildern oder auch in Erinnerungen, die dich dann weiterführen bis zu dieser Antwort, die genial und perfekt für dich ist. So, und jetzt hast du die Frage gestellt. Du hast auch eine Antwort wahrgenommen und jetzt weißt du immer noch nicht so genau, ob du dem jetzt tatsächlich vertrauen kannst, ob dieses Gefühl in dir stimmig ist oder der Verstand, der da immer noch reinploppt, dann doch noch eine
andere Seite beleuchtet und dich woanders hinziehen möchte. Und das kannst du herausfinden, indem du das einfach ausprobierst. Und ganz hilfreich dafür kann auch mal ein Tagebuch sein, in dem Sinne, dass du dir das notierst. Welche Frage hast du? Und was war deine Antwort und was war das Ergebnis, wenn du dann so gehandelt hast, wie es deine Intuition dir vorgegeben hat? Dann kannst du es quasi schwarz auf weiß verfolgen, ob das jetzt eine Information deiner Intuition war oder deines Verstandes. Wenn du deiner Intuition folgst, erlebst du auch viel öfter einen Flow in deinem Leben. Dinge gehen leichter, es fügen sich Dinge, anstatt, wenn wir der Stimme unseres Verstandes folgen, ist es häufig auch sehr viel anstrengender. Und wenn du dir das notierst mal eine Weile lang und auch das Ergebnis dazu notierst, dann bekommst du auch immer mehr ein Vertrauen darin, wann war die Antwort wirklich aus deinem Herzen heraus? Wann hat deine Intuition dir geantwortet? Du erfolgst und das dein Leben erleichtert. Und ja, es ist mal wieder ein Thema, wo es darum geht, dass wir selber lernen, uns immer besser, feiner, in feineren Nuancen wahrzunehmen. Weil wir uns ja immer wieder nach einer Frage mit uns selbst verbinden, nach innen gehen, fühlen, wo es uns hinzieht, drauf hören, was da für Worte kommen oder auch innerlich uns mit dem Herzen verbinden. Und durch diese Übung immer wieder dich selbst wahrzunehmen, nach innen zu gehen, deine Innenwelten besser kennenzulernen, bekommst du auch dadurch mehr Vertrauen. Denn du lernst dich selbst immer besser kennen. Das ist Selbstvertrauen. Auch so entwickelt sich Selbstvertrauen. Und auch mehr und mehr dieses Vertrauen, dass du geführt bist, das sind wir alle. Über unser Herz, über unsere Intuition werden wir alle auf diese perfekte, ganz individuelle Art und Weise durchs Leben geführt. Und wir brauchen immer weniger Menschen befragen, wir brauchen immer weniger Google zu befragen, je mehr wir in Kontakt und Verbundenheit mit unserem Herzen, mit unserer Herzkraft, unserer Intuition sind. Und ich finde das wunderschön, weil ich auch immer wieder die Rückmeldung kriege von meinen Klienten, wenn plötzlich irgendwas besser funktioniert hat, wenn sie plötzlich einer Information, einem Impuls ihrer Intuition gefolgt sind und ein besseres Ergebnis hatten. Irgendetwas leichter ging oder plötzlich sie irgendwas gefunden haben, was sie schon lange gesucht haben oder ja eine Antwort bekommen haben, eine Frage, die sie schon länger umgetrieben hat. Die Intuition ist einfach eines der grandiosesten Dinge, die wir mitbekommen haben auf dieser Welt. Denn sie verbindet uns auch mit uns selbst und mit unserem Herzen, dass nicht nur unser ganzes Körpersystem mit Blut versorgt uns am Leben erhält, sondern uns auch dahin führt, wo wir wirklich hingehören und wie wir gemeint sind und wie unser Leben gemeint ist, das ganz individuell ist und das eben auch am allerbesten mit dieser genialen individuellen Führung funktioniert. Und dann ist das auch nicht nur ein Spruch, sondern gelebte Wahrheit, gelebte Realität. Du sagst, folge deinem Herzen. Ja, damit folgen wir unserem Herzen.
Eigentlich ganz einfach, oder? Es war nicht immer einfach, aber es wird immer einfacher. Und ich möchte dich inspirieren, da immer mehr dich nach innen zu wenden, immer mehr dem zu folgen, was du da an Informationen, Impulsen und Antworten bekommst. Und das wünsche ich dir jetzt, dass dich deine Intuition, die Stimme deines Herzens mit mehr Leichtigkeit, mehr Frieden und mehr Freude durch diese Advents- und Weihnachtszeit führt. Und du kannst auch dabei sein bei dem Reiseabenteuer in einer ganz anderen Kultur, bei Instagram oder Facebook. Und dann geht es im neuen Jahr mit neuen Podcast-Folgen, neuen Inspirationen, neuen Interviews und neuen Themen weiter. Die Links zum Instagram- und Facebook-Account findest du hier in den Shownotes. Und wenn du noch Wünsche oder Fragen hast für neue Podcast-Folgen oder Ideen für neue Interviews, dann schreib mir das gerne hier auch unten drunter oder über die stephanierübke.com-Seite über den Kontaktbutton. Ich freue mich schon auf weitere gemeinsame Zeiten und auf dein Feedback und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, viel Vertrauen in deine innere Führung, in die Stimme deines Herzens. Wundervolle Aha-Momente und ganz viel Freude und Dankbarkeit, wenn das dann immer alles so toll funktioniert. Und einfach jetzt eine wunderschöne, zauberhafte Zeit zum Jahresabschluss. Und dann bis bald. Ciao.